Hallo Freunde und willkommen zu den neuen Wochenend-News. Diesmal schon an einem Freitag und nicht wie sonst üblich, Sonntagabend um 20 Uhr, wenn das Wochenende eigentlich schon vorbei ist. Ist halt meistens zeitlich bedingt, dass es nicht früher geht. Dieses Mal ging es früher, deshalb heute schon etwas früher. Die letzte Wochenend-News, die gab es glaube ich, bevor ich krank wurde, ist also schon wieder ein paar Wochen her. Mittlerweile bin ich auch wieder vollkommen gesund. Ja, würde ich schon so sagen, ich muss ab und zu nochmal husten. Das kann natürlich auch am Rauchen liegen. Aber generell würde ich sagen, dass ich wieder gesund bin. Und damit auch gleich das erste Thema. Vielen Dank an alle, die mir eine gute Genesung gewünscht haben. Das waren ja zum Schluss dann doch ganz schön viele. Die ersten, die habe ich alle noch persönlich beantwortet. Da habe ich jeden einzelnen Danke geschrieben. Zum Schluss habe ich dann gar nicht mehr durchgeblickt. Also Entschuldigung, wenn ich euch nicht persönlich Danke geschrieben habe. Deshalb an dieser Stelle an alle nochmal vielen Dank für diese ganzen Genesungswünsche. Und wo wir gerade dabei sind, dann auch nochmal direkt eine Bitte an euch. Betrifft die Kommentare. Ich habe manche Videos, nicht alle, aber manche, die werden sehr oft kommentiert. Das betrifft vor allem die Analysevideos, bei denen ist es mir ganz doll aufgefallen. Oder auch diese Wochenend-News. Oder zum Beispiel natürlich auch die News, dieses kleine Video, wo ich geschrieben habe, dass ich krank bin, wo übrigens ein Schreibfehler drin war. Ich kleiner Idiot. Ist aber egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Da schreibt ihr teilweise extrem viel Kommentare. Ja, und irgendwann kommt der Punkt, da blickt der Krüger dann da gar nicht mehr durch, denn YouTube meint ja, Kommentare anders anordnen zu müssen als in einem normalen Forum. Und ich habe das System noch nicht so wirklich verstanden. Ich bin mir sicher, YouTube versteht das, das ist alles ganz logisch und super gemacht. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Und wenn dann 20 oder mehr Kommentare drunter stehen, weiß ich irgendwann nicht mehr, ob ich demjenigen schon geantwortet habe oder nicht. Es ist so, dass man bei jedem Kommentar eine Mail bekommt, das heißt, ich sehe jeden Kommentar. Aber wenn ich dann gerade keine Zeit habe zum Beantworten, ich mache das in der Regel zweimal am Tag, abends zum Beispiel, ich bekomme mittags einen Kommentar, ich sehe diese E-Mail, dass ich einen Kommentar bekommen habe, lese mir den Kommentar durch und will ihn dann abends beantworten. Wenn man sich dann in YouTube einloggt, sieht man nur noch den letzten neuen Kommentar. Und wenn dann in der Zwischenzeit halt 10 weitere geschrieben wurden, sehe ich trotzdem nur den neuesten. Das heißt, da kann dann mal was untergehen. Und deshalb eine Bitte an euch. Wenn ihr so ein Video seht, wo ganz viel kommentiert wird und ihr habt da eine ganz wichtige Frage an mich oder was auch immer es ist, was halt wichtig ist, dann votet es hoch. Wenn ihr das hochvotet, rutscht es an den Anfang der Kommentare und ich sehe es auf jeden Fall und nicht nur, wenn es der neueste ist. So ging mir das nämlich bei diesem Krankheitsvideo. Das waren zum Schluss so viele Kommentare, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wem habe ich jetzt geantwortet und wem nicht. Deswegen habe ich es dann wirklich sein gelassen zu antworten und habe aber logischerweise alle Genesungswünsche gelesen. So geht mir das auch bei diesen Analysevideos. Da kann ich es dann meistens noch auseinanderhalten. Aber jetzt schaut euch mal dieses eine Black Ops Video an, wo keine Ahnung 150, 200 Kommentare drunter stehen. Da blickt doch keine Sau mehr durch. Also, wenn ihr sowas seht, dann votet es hoch und dann rutscht es an den Anfang. Ihr bekommt eine Antwort. Oder wenn ihr mich direkt was fragt, schreibt mir am besten eine YouTube-Mail, weil die kommt auf jeden Fall an. Und da wird dann logischerweise auch nicht nur die neueste angezeigt. Dann ein weiteres Thema. Und das Thema verfolgt uns schon ganz lange. Und das heißt Ultima Online. Wenn alles geklappt hat, was ich jetzt im Moment noch nicht weiß, aber ich denke mal, es hat geklappt, dann ist gestern eine neue Folge Ultima Online gekommen, die ich persönlich übrigens sehr gut fand. Es ist aber nicht diese Folge, die ich euch versprochen hatte. Denn ich hatte ja gesagt, ich mache eine Folge, wo andere mit dabei sind, wo wir irgendwas Besonderes machen. Jetzt war ich gestern wieder alleine. Ja, das hat seinen Grund. Diesmal in den News erzähle ich es auch. Bei Ultima Online habe ich meinen Mund gehalten, aber jetzt erzähle ich es. Ich hatte ja, während ich krank war, mein System neu gemacht. Ich hatte ja Windows 8 installiert. Da hatte ich zwar Fieber, aber es ging alles wunderbar. Einfach immer nur aufs Knöpfchen drücken. Das hat gerade noch so geklappt. Gut. Und dann dachte ich mir, ich habe leider keine tragbare Festplatte auf der Hand, weil Ultima Online diese Folgen, die ich zusammen mit anderen aufgenommen hatte, die waren noch nicht gerendert. Das heißt, das waren wirklich diese Rohdateien und das waren mehrere hundert Gigabyte. Ich habe jetzt keine tragbare Festplatte in der Größe. Und dann dachte ich mir, ich kam auf die schlaue Idee, ich tue nur eine Festplatte formatieren, spiele auf dieser Festplatte Windows 8 drauf und die andere Festplatte, die lasse ich unberührt. Das ist die Festplatte, wo Ultima Online drauf war, beziehungsweise die Aufnahmen davon. Ja, hatte auch wunderbar funktioniert, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo Windows 8 installiert war. Dann war nämlich Ultima Online trotzdem verschwunden, trotz der Tatsache, dass ich die Festplatte nicht formatiert hatte. Keine Ahnung, was da Windows 8 gemacht hat beim Installieren. Auf jeden Fall ist es weg.
So böse sich das jetzt anhört. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gestern kam ja eine neue Folge. Ich bin jetzt in einer Gilde und habe Kontakt mit den Leuten dort und kann praktisch jederzeit das wiederholen, was ich da aufgenommen hatte. Und das werde ich auch in Kürze nochmal tun. Ich habe mir fest vorgenommen, dass es in Zukunft öfters Ultima Online-Folgen geben wird. Es ist ja ein sehr schönes Spiel. Ich habe halt immer das Problem, was soll ich euch zeigen, wenn ich noch nicht gut genug bin? Aber dann ist es auch wieder so ein kleiner Teufelskreis, weil dann zeige ich euch nichts, weil ich nicht gut genug bin. Ich spiele aber auch privat nicht, weil ich nicht genug Zeit habe. Das heißt, ich werde gar nicht besser und kann euch dann dementsprechend auch keine neuen Folgen präsentieren. Und genau das habe ich mir jetzt eben mal vorgenommen. Ich werde hin und wieder einfach mal eine Folge aussetzen, keine Ahnung, Skyrim oder sonst was. Und stattdessen einfach mal mich eine halbe Stunde, Stunde hinsetzen und Ultima Online spielen. Und eventuell sogar dabei aufnehmen. Also das wird öfters kommen in Zukunft. Fest vorgenommen. Das ist jetzt mein Ehrenwort. Gut, dann habe ich noch ein Thema, und zwar Blade Runner. Das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Ein Projekt, was ich gerade erst vor kurzem angefangen habe, ist auch eigentlich gar kein langes Spiel. Also ich glaube, vielleicht noch doppelt so lang wie das, was wir schon gespielt haben. Und dann ist es auch schon wieder am Ende angekommen. Und da habe ich jetzt momentan ein Problem. Ich habe mir, habe ich ja eben gesagt, Windows 8 installiert. Windows 8, bin auch sehr zufrieden damit. Es läuft alles hervorragend, bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit. Und das ist Blade Runner. Blade Runner selbst läuft. Das ist nicht das Thema. Ich habe es mir installiert, ich habe alles installiert und dann entschieden, ich behalte Windows 8, weil es perfekt ist. Ich kann auch damit schneiden. Auch das Skype-Problem ist gelöst. Ich hatte da nämlich als Tipp bekommen, pass auf mit dieser Skype-App, die ist scheiße. Ja, und deswegen habe ich es mir gar nicht erst installiert. Ich habe jetzt diese ganz normale Desktop-App installiert von Skype und es funktioniert hervorragend. Also generell bin ich sehr zufrieden mit Windows 8. Nur das eine Problem. Es gibt nur ein einziges Programm, was für Windows 8 nur bedingt geeignet ist. Und dieses Programm nennt sich Fraps. Man kann unter Windows 8 mit Fraps wunderbar aufnehmen, zumindest die neuen Spiele, also DirectX-Spiele und OpenGL-Spiele. Alles andere jedoch nicht. Nun hat Blade Runner kein DirectX und auch kein OpenGL. Das heißt, das Bild bleibt schwarz während der Aufnahme, beziehungsweise er startet sie nicht mal. Fraps, die neue Fraps-Version, kann also kein Desktop mehr aufnehmen. Und das müsste sie können, damit ich Blade Runner aufnehmen kann. Und dann dachte ich mir, okay, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, dass es nicht klappt. Ich habe mir HyperCam installiert. Ich habe mir Camtasia installiert oder Camtasia. Und bin mit allem nicht zufrieden. Bei HyperCam ist die Qualität scheiße und bei Camtasia hat was mit dem Sound nicht gestimmt. Dann habe ich den Herrn Fraps angeschrieben, also nicht den Herrn Fraps, sondern die Entwickler von Fraps, und gefragt, hier Leute, wie sieht's aus? Wo bleibt die neue Version? Habe sogar eine Antwort bekommen und die haben mir gesagt, dass sie momentan an einer neuen Version arbeiten für Windows 8 und sie allerdings nicht wissen, wann die fertig ist. Das dauert wohl nicht mehr lange, weil sie schon länger dran arbeiten. Ja, und bis diese neue Fraps-Version fertig ist, muss Blade Runner, so leid es mir tut, pausieren. Ich habe, wie gesagt, vieles probiert. HyperCam, Camtasia, DxStory. DxStory geht sowieso nicht, weil DxStory kann kein Desktop aufnehmen, kann genau wie Fraps nur OpenGL und DirectX aufnehmen. Und deswegen gibt es da gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Zumindest auch keine Möglichkeiten, die mich qualitativ überzeugen. Denn rein theoretisch könnte ich es auch mit HyperCam aufnehmen. Also wenn ihr ein Bild haben wollt von vorm Krieg, dann kann ich das gerne weitermachen mit HyperCam. Das ist nicht das Thema. Aber ich will euch was Gescheites bieten. Ich will euch was Schönes sehen. Also bitte, ich bitte um etwas Geduld. Ich hoffe, dass die Jungs von Fraps das bald hinbekommen. Vielleicht in ein, zwei Wochen, dass es dann schon fertig ist. Und dann geht es auch direkt mit Blade Runner weiter. Dann wollte ich auch noch ein paar Worte über meine Analysevideos sagen. Das letzte Video, das war ja das, wo es um RTL und die Bild-Zeitung ging. Da waren ja die Meinungen sehr durchwachsen. Im Endeffekt kann ich es gar nicht so ganz nachvollziehen. Auch die Kommentare, die darunter standen, die teilweise auch wirklich richtig lange waren. Denn ich habe ja nur ausgesagt in diesem Video, dass mich RTL und die Bild-Zeitung durchaus gut unterhält. Und das ist irgendwie ein bisschen falsch verstanden worden, denn ich habe nichts über den literarischen Wert oder sonstiges über diese beiden Medien gesagt. Im Gegenteil, ich habe sie eher ein bisschen durch den Dreck gezogen. Wenn man sich das Video nochmal anhört, dann wird man das merken, dass ich ganz schön geschimpft habe über die zwei Sachen. Aber die Kernaussage war, dass es mich gut unterhält und das tut es. Wenn ich mir, keine Ahnung, Schwiegertochter gesucht anschaue, dann nicht deshalb, damit ich den Umgang mit Menschen lerne oder mich mit Frauen besser auskenne, sondern deshalb, weil es mir wieder zeigt, dass Außerirdische existieren. Sie sind unter uns.
Nee, aber mal im Ernst. Also wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass mich das Ganze gut unterhält. Und generell ist es sowieso so, dass ich eigentlich sowieso nie Fernsehen schaue. Ich habe da gar keine Zeit für. Es ist so, das kann ich euch ja auch mal erzählen, wenn es euch interessiert. In der Regel stehe ich morgens gegen 7 Uhr auf. Also wenn ich arbeiten muss, nicht jetzt unbedingt, wenn ich frei habe oder Urlaub habe. Aber es ist ja nun mal leider Schicksal, dass man die meiste Zeit in seinem Leben arbeiten muss. Stehe ich um 7 Uhr auf, mache mir einen Kaffee, setze mich nochmal 20 Minuten an den PC, surfe mein Lieblingsforum, das Let's Play Forum, an. In der Regel auch andere Seiten wie Computerbase und so weiter. Informiere mich über Neuigkeiten, gehe dann zur Arbeit, komme abends um 6:30 wieder heim, spreche kurz mit meiner Frau, gehe mich waschen, esse was. Ja, und dann nehme ich auch schon auf und bin weg bis 10 Uhr. Und um 10:30, ja, dann habe ich dann letztendlich Zeit für mich. Und was mache ich dann? Dann surfe ich nochmal eine Runde, bastel an meiner Webseite, unterhalte mich in Skype mit anderen. Und so um 0 Uhr mache ich dann meistens den Rechner aus und lege mich auf die Couch. Und dann schaue ich mir Dokumentationen an. Das sind momentan Dokumentationen, Harald Lesch, keine Ahnung, verschiedene. Einfach mal Doku eingeben bei YouTube und da gibt es, glaube ich, keine Ahnung, zigtausende von Treffer. Ich habe jetzt noch nicht alle Dokus durch, aber ich arbeite daran. Meine Sachen, ich interessiere mich halt, meine Hauptsachen, die mich interessieren, sind halt diese außergewöhnlichen Dinge, keine Ahnung, Universum, verschiedene Rätsel auf dieser Welt. Und dazu schaue ich mir sehr oft Dokus an. Und das macht der Harald Lesch, der Professor Dr. Harald Lesch, eigentlich ganz ausgezeichnet. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch für sowas interessiert. Und das mache ich in meiner Freizeit. Und RTL oder Bildzeitung lese ich eigentlich sowieso nie. Ja, ich schaue ab und zu mal rein, wenn es hier halt gerade läuft, sonntagabends beim Essen oder so. Das ist dann auch meistens die Zeit, wo eben genau Schwiegertochter gesucht läuft oder wie der ganze Krampf heißt, Bauer sucht Frau, so ein Schwachsinn. Und das belustigt mich halt. Das wollte ich euch damit sagen. Gut, dann weiter mit den Analysevideos. Das nächste Analysevideo wird um das Thema Versicherungen gehen. Warum? Weil ich mich mit dem Thema Versicherungen sehr gut auskenne. Und weil es da vor allen Dingen sehr, sehr viele Sachen gibt, die mich tierisch aufregen und ich das mal so richtig schön runter machen will. Das ist der einzige Grund. Dann wird es ein weiteres Analysevideo geben. Das werde ich vielleicht jetzt sogar schon im Anschluss machen. Und zwar nochmal über das Let's Play Forum. Wobei ich ja gefragt wurde, ist es denn wirklich so schlimm in diesem Forum? Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam mir dieses Forum mal betrachten. Wir gehen mal gemeinsam in dieses Forum und gehen da mal so ein paar Beiträge durch. Und ich werde meinen Kommentar dazu ablassen und das hoffentlich einigermaßen lustig. Ansonsten, wie gesagt, das große Video wird das Versicherungsvideo sein. Je nachdem, wann ich Zeit habe, ich denke mal, in den nächsten 2 Wochen wird es soweit sein. Apropos Let's Play Forum. Ich habe mich heute Morgen, ich habe ja die letzten 3 Tage Urlaub gehabt, heute Morgen mit meinem Kaffee wieder mal dort blicken lassen im Let's Play Forum. Und was muss ich da wieder sehen? Ein neuer Beitrag über die Begrüßung im Let's Play Bereich. Es ist ja langweilig, seine Zuschauer mit Hallo oder Herzlich Willkommen oder Guten Tag zu begrüßen. Das ist ja alles doof. Und wenn das einer sieht, dann schaltet er ja sofort ab. Stand da drin. Original. So stand's drin. Wieso macht man das nicht zum Beispiel? Ich nenne das jetzt mal beim Namen. Elotrix zum Beispiel oder Elotrix. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Der begrüßt ja seine Zuschauer immer mit: Jetzt nehmt euren Penis in die Hand und spielt daran rum. Oder irgendwie sowas. Oder nehmt das Pony in der Hand, sonst macht es ja keiner. Ist auch ganz witzig, aber er begrüßt die Leute immer so. Also ich muss aber für meinen Teil sagen, dass ich lieber meine Zuschauer mit einem normalen Hallo begrüße oder Herzlich Willkommen. Denn das ist einfach die ganz normale Begrüßung. Das nur mal so am Rande, das ist heute Morgen mir schon wieder aufgefallen im Let's Play Forum. Ich finde es halt immer wieder geil, über was sich da so alles unterhalten wird. Über Dinge, über die man sich eigentlich gar nicht unterhalten muss. Aber okay, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Das werdet ihr sehen im nächsten Analysevideo. Video, wo es wirklich explizit nur um das Let's Play Forum gehen wird. Und ich euch dann auch wirklich mal Beiträge zeige. Gut, Freunde. Das war's schon wieder für diese Wochenend-News. Ist schon wieder viel länger geworden, als ich ursprünglich geplant habe. Wir sehen uns im nächsten Projekt in Kürze im Analysevideo über das Let's Play Forum. Und was weiß ich wo noch. Also, mach's gut, schönes Wochenende noch. Wir sehen uns, bis dann.